Wie gesagt, also ich habe jetzt die Bilder neu gemalt. Das ist ja letztes Mal abgekackt. Also ich habe jetzt die, ich habe jetzt die Höhle nochmal gemacht. Genau hier die Höhle. Nein. 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 Ich will das nicht. So, also die Höhle habe ich gemacht, dann die Windräder und dann nochmal die ja, Ruine. So. Und jetzt gehen wir. Würde ich sagen, wir reden auch mal mit den religiösen Typen, Leuten, weil das haben wir dann ja eigentlich auch nicht gemacht. Und da war ja die Renya ja auch nicht da. Und da können wir ihr nochmal zeigen, was sie alles wollten. Have you decided to hear Tiam's song, child? Ach so, Will you okay. answer her command? Okay, warte, warte, warte. Ist ein bisschen laut, glaube ich, oder? Warte, ich mache mal ein bisschen leiser. Was verlangst du You von must mir? take this vial of Tiam's antidote and splash it on the roots tea vine. A single splash on a single leaf will do. You must first gain access to their ranks if you haven't already. It may be hard, but Tiam is with you. Okay. Ich bin schon ein Mitglied. Wie wirkt das Gegengift? Okay, und das werde ich nicht tun. Genau, letztes Mal haben wir ja, wie wirkt das Gegengift gemacht? You needn't ask, for it is a command of Tiam. She delivered it to me directly. It is not our place to question her. Okay, ich werde es nicht tun. We all lose our path sometimes. We must open our minds and our hearts to Tiam. She will guide us back to the light. Praise Tiam. Okay, schön. Nur so zum Update für die Renia. Auf jeden Fall werde ich das nicht tun, weil warum? Ich will dir nicht vergiften. Genau. Dann gehen wir nochmal zum Fluss runter und gehen nochmal auf die Insel rüber. Warte mal. Ah, die Insel ist, glaube ich, da oben. Da sind wir, glaube ich, schon vorbei. Weil das Auge wollte sie, dass wir jemanden umbringen oder so. Es ging darum, dass wir die Wurzel, also diesen geheimen, na, geheimen Ort oder na. Die mit dem Tee halt, die ja den Tee trinken. Dass wir die Pflanzen von denen quasi vergiften. Und genau, da hatte ich eben die Überlegung, ob es jetzt wirklich ein Giftgift ist. Also ein tödliches Gift oder ob das Gift nur das, ja, die Wirkung von diesen Tee dann wegmacht. Also dagegen hätte ich dann nichts gehabt, ehrlich gesagt. Also einfach, dass die halt nicht mehr ja, nicht mehr voll berauscht werden oder so. Aber sie wollte uns ja nicht sagen, ob es also was es bewirkt, ob es jetzt wirklich giftig ist, also ob es tödlich ist oder was es überhaupt macht. Und deswegen haben wir dann letztes Mal entschieden, das wirklich nicht zu machen. Stimmt, du warst ja auch bei dem Trip nicht dabei, ne? Was wir letztes Mal dann gehabt haben. Also wir haben die Tees ausprobiert, was die machen. Und wir haben sehr viel Inspiration daraus bekommen. Was auch sehr praktisch war, weil wir waren ja bei minus 2, glaube ich, nach dem vorletzten Mal. Genau. So.
Ihr hattet ohne mich einen Drogentrip. Ja. Aber wie gesagt, also die Folgen oder die Streams lade ich auch auf YouTube hoch. Also kannst du es da nochmal anschauen. Wird aber noch eine Weile dauern. Also ich lade, glaube ich, immer so dreimal pro Woche was hoch und jeweils so so 20 Minuten oder so. Deswegen reicht es noch locker aus. So, hi. Oh well, I'm happy to hear there's something of interest in those ruins. Well, I guess Vadim won't want to buy my inn anymore. But maybe we'll get more interest now anyway. Who knows? Ach so, I just might convert one of these rooms into a ruins schon? Museum. Genau. Gab's hier noch was hier nicht? So, I just... Genau, das haben wir auch. Ich glaube, die haben wir alle. Thanks for working on this case, Detective. We were worried we'd be trapped here forever. I didn't expect things to happen so quickly. I guess the ruins aren't ours anymore. I'm glad the university will be studying them. I've always wondered about everything I... Poor Auntie H. I wish she could see inside. Ich glaube, hier haben wir wirklich alles. Und ich frage mal den. Weil der hat ja jetzt eigentlich wieder seine Arbeit, ne? Well, after we recover the translation book from Helena, maybe I can get my position at the university back as well. Ja, bestimmt. The ruins have always been important to her. I only hope I can preserve them for future generations. And imagine what we can learn about the past. Eventually, I hope it will be better this way. If we uncover even one artifact, the ruins will be protected forever. Mm-hmm. No tourists, no names carved in the walls by hooligans, no trash tossed around. Just a bastion of history. On an unrelated note, I saw the, shall we call it the watercraft you arrived here in. I've drawn up some instructions for you on how to build a reed boat. They're commonly used around here. No need for whatever that thing is. You also find reed boats quite capable of coastal travel. I can't imagine your contraption there is. You'll need heavy reeds. They're wider and flatter than the usual sort. Best wishes, and, sorry for accusing you of taking my translation book. I'm sure you understand. Viel Glück mit allem, das ist schon in Ordnung. Ja. Gut, wir können uns jetzt ein richtiges Boot bauen. Was brauchen wir dafür? Nur noch Schnüre. Und Schnüre haben wir genug. Yes, Mann. Oh, es geht unter. Nein. Ablegen. Yeah! Ich bin der König der Welt. Oh, ups, Entschuldigung. So, ja, geil. Für die Skyrim-Spieler, wenn da. Ja, dann. Ich muss ja auch Risken. Sag mal an. Zieh mal an. Sollst du immer. So, warte, wohin gehen wir denn jetzt? Also, wir sind gerade hier. Wir könnten jetzt schnell nach Nava gehen und neue Bilder holen. Warte, ich speichere jetzt erstmal. Oh, es kann gerade nicht gespeichert werden. Natürlich kann nicht gespeichert werden. Aber ich speichere jetzt die ganze Zeit, damit es nicht, falls es wieder irgendwie hängt oder abstürzt. Ich bin jetzt ein bisschen paranoia. Ich hock mich halt mal hin. Das ist echt cool. Und wir müssen eh nochmal in die große Stadt rein, weil wir brauchen ja das Wissen, was für einen Köder wir brauchen. So, dann packe ich das mal ein. Das ist jetzt auch auf meinem Rücken. Alter, ich bin so ein Tier gerade. So voll das vollgepackte Tier mit einer Staffelei auf dem Rücken, mit ganz vielen Leinwänden. Und speichert. Und jetzt ein Kanu und dieses Blasenbobbelfloß. So. Genau. Wir brauchen jetzt für
für den Fisch? Sandfisch, genau. Wir brauchen einen Köder für den Sandfisch. So. Das ist immer so lustig. Sobald wir mit Eastshade anfangen, droppen halt die Zuschauerzahlen auf 3. Jedes Mal. Aber ist auch egal. Ich mag das Spiel. Das ist voll schön. Genau. Aber wo bekommen wir die Info her? Bei den Fischer? Weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste eigentlich sein. So. So, da ist mein Atelier. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Hallo, abgeben. Die Sternhöhle. Die ist schon schön. Dann die Windmühle. Und die Ruine. Close. Dann, was haben wir jetzt? Lehmhaus, das haben wir noch. Eine verschneite Berglandschaft. Ich schwelg schwer in Erinnerung an meine Reisen ins Ausland und hätte gerne etwas, das mich an diese Reise erinnert. Am liebsten etwas mit Schnee, weil ich während meiner Zeit in der Akademie viel mit Schnee gesehen habe, anscheinend. Eine Eishöhle. Die Universität wünscht eine künstlerische Abbildung in der Eishöhle, die derzeit in der als letzten Meeresatem bekannten Gegend ausgegraben wird. Wir hätten gerne eine. Okay. Das sind eigentlich ja voll die Spoiler. Für die Spoiler für die Gebiete, wo wir noch reinkommen, oder? Du bist die Fish Lady. What crunchy scales. Scrumptious raw fish. I can't wait until dinner time. Das klang ein bisschen nach nach Gollum. So, blauer Sandfisch. Warte mal. Hat mich gebeten. Genau, also entweder wir holen uns irgendwo so ein Goldding oder so ein Schmuckstück als Köder, oder wir bekommen irgendwo. What? Oder wir bekommen irgendwo gesagt, was der Sandfisch für einen Köder braucht. Did you pick up a paper? Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper free without ads and Thank you for your contribution. So. Haben wir noch schnell was gekauft? Eine Katze. Sehr schön. Wo bekommen wir die Info her? Warte, mit der können wir hey, kurz gehen. So you know that hot spring I told you about? Evelina and I went out there for a picnic. It was nice. And she asked me to be her girlfriend. So now we're together. Yay! Ich kann's immer noch verstören. Was ist das denn? Pass auf, wahre Liebe gibt es nicht. Was ist los? Naja, das ist toll. It's so weird, but I feel like you had something to do with it. Anyway, thanks for whatever you did. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. Thema wählen. Let me know if you need any weird taste. Okay, ciao. Diese Flöte, ne? So, wie kommen wir jetzt raus, was wir für einen Köder brauchen? Willst du mir helfen? Ja. Hm.
Also, Wachwerkzug. Ein Sandfisch. Die verschlossene Kiste. Ich habe eine verschlossene Kiste in der heulenden Höhle gefunden. Anscheinend gehört es der Samira. Gehört es entweder Samira oder Parkwächter Victor? Aha. Also ich muss schauen, wem es gehört. Samira oder den Wärter? So, also zu den Bildern. Also müssen wir auf jeden Fall hier hoch irgendwie. Ah, hier. Müssen wir dann hin. Die Höhle. Wird wahrscheinlich dann auch irgendwo hier sein. Deswegen brauchten wir dann, mussten wir hier hin, um dann das Boot machen zu können, damit wir hier auch segeln können. Oder fahren können. Cool. Wir können auch, vielleicht ist hier irgendwo die Höhle. Oder eine Höhle. Oder da oben. Okay. Nein, wir müssen nochmal zurück. Ich will jetzt mit jedem reden und schauen, ob der mir irgendwas über so einen blöden Fisch sagen kann. Also, Entschuldigung. Kannst du mir Hello was? Again. Thanks for rounding up those poisonous veggies. What a shock. I was able to explain it to the market council. They said I've got one more chance. Could you believe that? I've got my eyes on the prize this time. No more mix-ups. Wunderbar. Hello again. They said I've got one more Aber chance. Mehr Could kannst du mir auch nicht I've got my eyes on the prize so oder so kannst du nicht no mit einem kleinen Kanu aus dem Meer fahren. Oh, schade. So. Oh. Vielleicht. Kann mir irgendjemand da oben weiterhelfen? Vielleicht ist in der Bibliothek auch ein Buch. So ein Fischerbuch vielleicht? Guten Tag. Nope. Guten Tag. Nope. Guten Tag. Nope. Ihr beide dann auch nicht. Okay. So, dann wollen wir mal kurz hoch. Hi there. Hallo. Thema. Passierscheinnächtliche Trommler. You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night drummer? Am I saying that right? Is this some new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Nein, nur etwas Merkwürdiges, das ich gesehen habe. Sounds curious indeed. Oh. Anyway, the book is called The First Folk and it's on Shelf C. Danke. Dann bis später. Dann C hier. Genau, Inventar die Geschichten durchschauen. Also, Mutters letzten Wunsch haben wir immer noch. Den Gemeindeturm müssen wir noch machen. Die beiden haben wir eigentlich gemacht, glaube ich. Der Luftballon. Ja, können wir auch bald eigentlich mal machen. Nein, nicht die Quest im Internet. Achso. Die da? Meinst du die? Die Geschichten.
Ach so. Warte mal. Trankverkäufer? Wieso bekomme ich da Inspiration? Diese Insel ist auf der Insel angebrochen. Naja, okay. Das erste Volk. Nur wenig ist über die ersten Bewohner von Eastshade bekannt. Überreste belegen, dass es auf der Insel vor mindestens 600 Jahren schon Aktivität gab. Die Ruine der Tiffmore-Klippen müssen noch genauer studiert werden, aber man glaubt, dass sie Jahrhunderte nach der ursprünglichen Besiedlung der Insel errichtet wurden. Während der Besiedlung von Lindau wurde etliche Relikte und Schnitzereien entdeckt, jedoch gingen sie kurz darauf beim katastrophalen Erdrutsch verloren. Zuvor war man überzeugt, dass die ersten Familien sich vor 200 Jahren auf Eastshade niederließen. Wir haben noch viel über die wahren Ureinwohner Eastshades zu lernen. Das sind die genau. Eine merkwürdige Nachricht. Ein Zettel fällt aus dem Buch. Liebste Reisende, große Entdeckerin. Wie du uns erschreckt hast, als du zu uns kamst. Meine Familie und ich hatten große Angst. Es muss ein Schock gewesen sein, uns wegrennen zu sehen. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, denn ich finde unsere Begegnung fein. Wenn du glaubst, du kannst uns vergeben, will ich dir etwas zeigen. Das solltest du erleben. Finde mich bei Mudwillows Spiegel. Das soll unsere Freundschaft besiegeln. Aha. Finde mich bei Mudwillows Spiegel. Koordinaten bitte. So. Okay, ich habe einen Zettel in das erste Volk gefunden. Wenn ich dieses Rätsel lösen will, soll ich dem mysteriösen Verfasser der Notiz nach Mitternacht bei Mudwillows Spiegel treffen. Mudwillows Spiegel. War das dieses Auge? Ah, nee, das war. Ja, okay. Die Spiegel, ja. Gut.